Wo ist wo? Ah! Panik! Jetzt darf ich wieder entgegen, oder? Ich glaube, es ist schon eine halbe Impfung. Ah! Ah! Da Morgen, Jungs. Und Mädels. Auf ein neues Abenteuer in der SCP-Welt. Ich spiele heute mal wieder eine random Map auf Keter, weil ich so hardcore bin, ohne Intros, denken wir uns mal. Gangster. Halt. Nee, wir brauchen keine Custom Map starten. Nee, heute mal nicht. Wir haben auch noch Fragen übrig von euch. Und zwar fragt. Ich glaube, ich hätte es jetzt mal auch fragt gesagt. Fragt. Mückenkommando, was für Musik hört ihr und was für Games zockt ihr? Offcam natürlich. Ja, die Frage, die fällt mir nicht schwer zu beantworten. Leidenschaftlich höre ich Hardstyle und gelegentlich mal im Auto oder so Hip-Hop. Aber wirklich sehr selektierte Lieder. Die Ladezeit war jetzt erstaunlich kurz, gell? Das ist. Liegt wahrscheinlich an diesen Custom Maps, die so riesig sind. Ja, das könnte sein. Ja. Was höre ich? Ich höre eigentlich im Prinzip alles. Ich bin für alles offen. Aber hauptsächlich Hip-Hop und Rap. Aber nicht dieselbe Richtung Hip-Hop, die ich mag, oder? Also ich mag so basslastigen Hip-Hop, aber nicht so Knallbass, sondern so. Ja, auch, so, aber eher so weniger. So tiefen, weichen Bass, der aber trotzdem recht präsent ist. Jetzt wissen wir es. Den Bass, den man spürt. Und was zockst du? Ich habe früher mal Call of Duty gesuchtet, das Modern Warfare 2, aber seitdem das keiner mehr spielt oder fast niemand, bleibt mir eigentlich nur Battlefield. Also bis vor kurzem noch das 3er und jetzt seitdem es draußen ist das 4er. Finde ich aber nicht ganz so geil wie das 3er seinerzeit. Ich zocke eigentlich gar nichts zurzeit. Außer SCP halt. Außer SCP, ja. Ich hab das letzte, was ich gespielt habe, was war das? Fetz hieß das, glaube ich. Fetz? Fetz, F-E-Z. Das fand ich lustig. Aber ich dachte mit T-Z. Nee. Let's Fetz. Das ist so ein Indie-Game. Sagt der Libra krank an der Disco. Jetzt lass mich doch mal reden. Alter, nee, guckt euch einfach an. Den wollte ich noch loswerden. Das Spiel ist auf jeden Fall genau das Gegenteil von dem hier. Ja, langweilig und. Nein, fröhlich und. nicht böse. Was spielst du für Spiele? Gar keine, wie gesagt. Außer Let's Fetz. Let's Fetz. Oh. Doch nix. Steht drin, Junge. Macht doch nix. Doch, wenn du jetzt pinselst. Mach ich aber nicht. Jetzt pinsel ich. So. Fast verkackt. Aber nicht fast. Hast du dir gemerkt, wo du lang bist? Ach nee, das ist ja gar nicht die Custom. Das war bis jetzt linear. Achso. Das ist ja gar keine Custom. Was steckt denn da eine Kamera? Die guckt uns voll an, Junge. Nothing. Kratzt er da schon an der Tür? Kann das sein? Scheiße, bin ich dumm. Es hat auch keine Direction gechanged, aber guck mal, das ist manchmal übel dunkel. Ja. Nicht immer. Ist vielleicht ein zufälliger Wert. Was hat das zu bedeuten? Da wieder. Ich glaube ja, wir sterben gleich. Deine Behauptung beruht auf welche Tatsache? Eins. Der ist da drin. Was? Ja, Junge, du hast drauf. Ja, die andere Tür. Ach so. Boah, ja, ja. Mach doch nix. Nichts passiert. Hola. Na gut. Hola, Senor. Ah, jetzt da drin. Ach, was? Ja, das habe ich aber vielleicht zu beabsichtigt, okay. Ja, dann beabsichtige jetzt mal da durchzukommen. Und geschafft. Wo war das Problem?
Das Problem war, dass da steht Caution. Was so viel heißt wie Kaution? Ja. Englisch für Anfänger, gell? I think I spider. Ich glaube, ich spinne. Jetzt kommt tu nicht so, als ob du den noch nicht gekannt hast. Nein, kann ich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich kenne nur I have my nose painted full. What the fuck? Was geht ab? Memory Access Violation. Den hatten wir auch schon lange nicht mehr. Verkackt! Im Ernst, Leute? Das laden wir nicht hoch. Im Ernst? Aber ich fand's lustig eigentlich. Bis jetzt. Wir haben die Frage vorgelegt, das ist scheiße. Wir haben so als kurze Fail-Episode für zwischendurch. Na, ich weiß nicht. Mit den Outtakes, mit dem, was wir jetzt reden, alles einfach ungeschnitten und unzensiert. So wollt ihr es doch. Ihr wollt es doch auch. Was machen wir? Weißt du, noch ein bisschen Scheiße labern, dass es 10 Minuten geht. Oh ja, Mann, gut, SCP, was gibt's Neues im SCP-Universum? Stimmt, wir machen jetzt ein Videotagebuch. Ja. Unser Vlog Nummer 1. SCP Containment Breach. Oh, es gibt eine neue Version. Nein. Wir haben eigentlich nie was mit dem Spiel zu tun, außer einmal in der Woche, wenn wir unser Video machen, oder? Das ist richtig. Official News. Was kann man da? Sag mal, welche Rubrik benutzen wir jetzt? General of Topic? Nein, das hat ja nichts mit SCP zu tun. Aber SCP Games. Gucken wir mal, was es da gibt. Wow. List of SCP Games. Ja, geil. Yeah. Was gibt's da? So, 087, 087 BK. C, Junge. C, Into the Darkness. Nee, Released in Development. Ja, aber es ist schon released. Ist halt noch ein Test. Achso, okay. Alter, hol mal. SCP 087. Das ist ein Link. View Topic. View Topic, ja. Intense Paranoia and Fear when faced with SCP-087-C1. Komm, irgendwie, komm, wir spielen das auch noch. Na klar. Jetzt zusammenhängen mit diesem Video? Entscheiden wir dann. Lass einfach da wissen die Zuschauer wenigstens, wie wir darauf gekommen sind. Rein zufällig. Wie nennen wir das Video dann? Let's play SCP Containment Breach. Doch lieber SCP. Nur das nicht mehr noch. Machen wir das. Ich weiß. Bitte, komm, machen wir das. Machen wir so. Das ist übelst gut, ja. Mann. Scheiße. Wir haben jetzt gerade wild. 80 Megabytes. Wir haben wild in einem Forum rumgeklickt und finden ein Spiel. So kommen wir auf neue Spiele, Leute. So, ich muss mir jetzt noch überlegen, wie wir den Übergang machen, weil ein bisschen ja bei SCP gestanden wird die Facecam groß. Wir können sagen, wir haben was anderes für euch, so kommen wir immer auf unsere Spiele. Ich darf es jetzt nicht laut sagen, weil wir laden es ja ungeschnitten jetzt hoch mit dem Gelaber. Nein, laber doch. Da gibt es keine Regieanweisung, du. Es wird gecuttet. Da wird nichts gecuttet, ich sag's dir. Wir bearbeiten jetzt, nachdem wir das neue Spiel gespielt haben, alle Videos, bis auf das eine, das mache ich dann allein. Dann mache ich das auf meine Art. Ja, du machst ja keinen so einen Crap, was wir da labern, Junge, was du laberst. Jetzt kommt es darauf an, was du für einen Crap laberst. Bis jetzt war kein Crap dabei. Doch, da war ein interner, war der dabei, die nicht auf die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Was? Glaube ich nicht. Das wüsste ich, aber Bug Reports, da hätte ich einige da. Ja, dann mach mal. Leg mal los. Nee, muss ich mir. Doch, ich bin sogar registered. Da musst du dir mal. Was? Bist du echt eingeloggt? Scheinbar. Wusste nicht, wann ich mich da registriert habe. 3, 2, 1, engage. Mit deinem Facebook-Account verknüpft wahrscheinlich. Oh, ich dachte, ich habe gar keine Powers mehr. So. Nimm meinen Google Plus-Account bestimmt. Aber man sieht nicht, was wir da machen, ne? Nee. Das ist das Problem. Macht doch nichts. Wir haben jetzt das Spiel runtergeladen. Und der könnte dann im Forum unter Other SCP Games, ne? Und da ist dann der Link zu SCP-087-C. Wir führen aus. So. Screen Resolution 1080p. Fantastic. Das ist wieder so Unity. Window 9. Input WASD. Left Fire. Fire, wirklich? 1, 2, 3. Ich glaube, das ist Standard-Mann-Spieler. Stand beim anderen, da bin ich.
Egal, spiel. Left, right, middle, mouse. Spiel mal. Flash, F. Spiel. Let's play. Ich drück schon mal hier F9, wenn es losgeht. F9, F9. Bin gespannt. So. Based on the SCP Foundation, irgendwas. Play, play. Nicht erstmal Options. Nein, play. Controls. Gibt's keine Options. Gibt's keine Options. Play. Play. It's so. It's some sort of fucking person face thing and it's fucking looking right at me. Fuck, fuck, fuck. It's looking. So geil. Okay, it's close. What? Welcome to the SCP-087C, D6495. Die Texturen schon mal. Please proceed forward. Aber jetzt aufgenommen, weil es merkt, dass es ein Deutscher ist, oder? Ist es ein Deutscher? Nee. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Es ist DoubleX11 mit Tessellation. Sieht sehr geil aus, Alter. Lichteffekt auf jeden Fall. Das schaut voll geil aus. Weil die Texturen sind billig, wenn man nah hingeht, aber... Ja, aber diese Lichteffekte. Lichteffekte sind gut. Das ist vielleicht einfach nur ein Grafik-Update? Weil ist jetzt wieder so ein Treppensimulator, oder ist das... Nee. Ah, es geht zwei Treppen runter, doch. Schon. Hier ist nur über den rechten Weg, ne? Man kann schon mal nicht rennen und shooten kann man auch nicht. Dann die Treppen gehen ganz schön steil runter. Ne? Mein lieber Jolly. Jetzt müssen wir mal runterkommen. Jetzt müssen wir uns auf diese Atmosphäre einlassen. Mach mal ein bisschen lauter so. Damit wir auch gut erschrecken. Wir lassen es zu, wenn es passiert, okay? So. Es geht schon immer tiefer. Es geht nicht um die Ecke oder so, es geht mich jetzt immer gerade aus. Ah, man kann springen. Aber ist man dadurch schneller? Ich glaube nicht. Okay, da ist jetzt wieder einer. Ich geh mal da lang. Oder geh mal rechts, immer rechts. Noch immer rechts, genau. Nächstes Mal gehen wir links. In der Hoffnung, dass ein anderer Weg ist. Ich glaube, auch hier sind die Etagen wieder zufallsgeneriert. Es wurde gerade so einen kurzen Moment heller, ne? Hast du auch gesehen? Nee, ich glaube, dass du gesprungen bist. Nee, ich hab's dann nochmal probiert. Weil wir auch schon hier akustische Interferenzen. Ein CB-Funk. Das schaut schon in der frühen Version besser aus als die anderen zwei Treppenhaus-Spiele. Ja, wobei das SCP-087, das sah schon grafisch sehr gut aus. Also es kommt an das hier auf jeden Fall ran. Und das 087B ist halt grafisch unteres Niveau, sag ich mal. Aber von den Schockern her war es besser als das andere. Aber im normalen 087, da hat es irgendwie mehr Spannung gehabt, finde ich. Aber die immer lautere Schnaufen gehört das und so Klopfen am Treppengeländer. Das fand ich schon gruseliger. Passiert aber irgendwie nichts. Und wir sehen auch kein Stockwerk. Ja, wir sind ja auch noch nicht 20 Stockwerke tief, glaube ich, oder? Weil da ist irgendwas. Na? Eine geheime Tür. Oh, Alter. Man hat sogar eine Nachtsicht, Junge. Wow. Wenn es mal gescheit dunkel ist. Aber damit wird es irgendwie noch schlimmer. Boah, mach das lieber wieder aus, Mann. Man kann damit schon mal etwas weiter gucken. Rechts. Jetzt geh mal rechts. Jetzt wurscht. Ah, mir läuft es eiskalt den Rücken hinunter. Was denn vielleicht? Vielleicht sieht man ja in der Nachtsicht etwas, was man normal nicht sieht. So elektromagnetische Felder oder sowas. Ektoplasma. Ja. Did you see the ghost? Look at this ectoplasma. South Park Folge. Wenn das Internet abbricht. Alle durchdringt. Gute Folge, könnt ihr euch anschauen. Staffel 12, glaube ich.
Episode 7 oder okay, so. Okay, jetzt mach ich mir ernsthaft Sorgen. South Park ist lustig. Ja, geht schon. Harte Sounds, oh Gott. Ich hoffe schon auf die neue Staffel, wenn die auf Deutsch rauskommt. Da scheinen schon mal gute Folgen dabei zu sein. Okay, jetzt lassen wir uns mal wieder langsam auf das Spiel ein. Langsam wird es Zeit, dass etwas passiert. Du darfst kein South Park schauen. Du musst Anime schauen. Ja, gibt aber nicht so viele Animes, die Deutsch ich präferieren würde. Auch storymäßig. So Zeug wie Naruto oder so, das geht überhaupt nicht klar. Ja, natürlich nicht. Aber ey, finde ich übergeil. Ich habe nur die erste Folge geguckt und das fand ich so eklig, ich weiß auch nicht. Aber Death Note war, musst du sagen. Ja, Death Note war gut. Das ist der Überanime. Ja, das würde ich nicht sagen, aber doch. Das ist. Elfenlied. Fand ich persönlich ansprechender. Na gut, das ist deine persönliche Meinung. Weil es war so ein bisschen Romantik noch mit drin. Also nicht nur Romantik, sondern auch so ein bisschen härter. Es ja. Ging schon in Richtung Sex fast. Oder Dias finde ich auch toll. Ja, das fand ich jetzt nicht so geil. Du kannst dich halt da nicht so reinversetzen wahrscheinlich. Das war ziemlich kitschig. Ja, das war ja auch lustig dann. Die sexbesessene Lehrerin zum Beispiel. Ja, okay, das war lustig. die ihre Schüler aus Erotikromanen hat vorlesen. Mann! Lauf mal, du kannst doch noch, oder? Nein, ich kann nicht mehr. What the fuck? Und jetzt? Mach ein bisschen leiser. Alter, du schaffst. Aber was dann? Muss ich drüber springen? Nee. Also wenn wir oben sind, dann haben wir es gepackt. Ich glaube, das soll man nicht schaffen, oder? Ist es Bug? Soll man normalerweise sterben? Ich bewege mich auch langsamer. Wir folgen es aber nicht. Wir haben immer das Glück mit diesen Bugs, oder? Man muss dazu sagen, es ist eine Version 0.4. Ich glaube, das Spiel sollte an der Stelle vorbei sein. Ja, komm, ich glaube, es hat keinen Sinn mehr. Ja, warte mal, kommt vielleicht noch ein anderer Weg, wo man dann rechts lang gehen kann? Ja, das will ich ja eben ausprobieren. Achso, kam noch nicht, ne? Ja. Ja. Runter geht's bestimmt schneller, oder? Ja. Jetzt ist springen besser. Eieiei. Das geht einem auf den Sack. Ja, das passiert nichts mehr. Der Monster kommt nochmal. Irgendwann. So. Die Batterie, die sinkt weiter. Was passiert bei 0? Tot. Okay, mit der Nachtsicht, da sinkt es auf jeden Fall schneller. Wir warten hier, bis es auf 0 ist. Das ist wirklich weiterspielen. Ich glaube, es geht mir richtig auf den Sack gerade. Da war gerade irgendwas. Hast du gesehen?
wird wieder kurz so hell. Ja. Das ist wegen der Nachtsichtkamera, glaube ich. Es war davor aber auch ohne Nachtsicht. An den kurzen Stellen. Da wurde es ganz kurz mal hell und wieder dunkel. Hm. Auch ein Bug. War auch voll hell. Bitte. Haben sie auch bald. Hoffentlich verreckst. Ich bringe jetzt nicht so viel rum. Da schon wieder jetzt. Kannst mir nur erzählen, dass du das nicht gesehen hast. Und was soll es sein? Ein Stilelement. Oder ein Bug. Dass es kurz hell wird? Glaube ich nicht. Ich bin ein bisschen wieder ohne. Soll das, was soll das für ein Stilelement sein? Was soll das bei dir auslösen? Ne? Ja, so eine Art Spannung, nicht direkt Angst, aber ist halt etwas Außergewöhnliches, was passiert. So, haben wir jetzt nur noch 25% gleich. Und ich kann nicht shooten. Alles Lüge. Was in den Kontrollen steht. Schon mal dran gedacht, dass die Batterie von der Nachtsichtkamera ist, weil da steht NV Battery. Könnte sein, ja. Night View. Deswegen sinkt es auch nur, wenn du anhast. Lass es trotzdem auf Null gehen. Mach das. Ein Synthesizer. Hast du Spaß? Ja, jetzt ist es aus. Okay. Ja, jetzt. Bug. Ja. Ziehen wir uns direkt draußen, oder was? Ich beende mal die Aufnahme an dieser Stelle. Bevor es corrupted. Ja. Schocker hat sie gehabt. Einen, ja. Ja, und danach hat es gepackt. Ja, aber kein Spiel, das ich nochmal spielen will. Nee. Außer in der übernächsten Version vielleicht nochmal. Vollversion. Ja, Vollversion wird es davon nicht geben, glaube ich. SCP-087-CP wurde auch nicht weiterentwickelt. Aber das ist ja auch ziemlich fehlerfrei eigentlich. Kommt halt ab und zu so kleine Schocker und irgendwann stirbt es einfach. Kannst du nicht sagen. Vielleicht kommt eine Vollversion raus. Kannst du nicht sagen. Reine Spekulation. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass er die... Arbeit an dem Spiel eingestellt hat. Aber zu dem dann. Das ist ja ein anderer. Ja, das, da. Das ist eine ganz andere. Ja, das glaube ich aber nicht. Wenn die mit Leidenschaft dran sind. Wieso Vollversion? Das ist Final. Das ist ja Final dann, ja. Whatever. Scheißspiel. Haken wir es ab. Nicht scheiße, aber kann man mal spielen. Aber hat bestimmt viel Arbeit gemacht und so, aber es war zu verbuggt und... ja, ist auch. Hat bestimmt viel Arbeit gemacht, die Texturen irgendwo anders zu klauen. aus dem Unity-Baukasten. Ist auch jetzt nicht so die Dauermotivation da, denke ich. Ja, wenn ihr es talken wollt, dann Link ist in der Beschreibung, wie immer. Lass mal das. Ne? Ja. Der altbewährte Spruch zum Ende. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Wenn es wieder fette Gameplays gibt und Gameplays ohne Memory Access Violation, wisst ihr Bescheid.